Willkommen zum nächsten Video über die Rüstungsklassen und Rüstungen der Hardcore-Farmwelt auf Hossblocks. Heute zeige ich euch die Magier, oder dieses Mal zeige ich euch die Magier. Auch hier haben wir wieder drei Rüstungen zu zeigen. Und starten tun wir gleich mit dem Eismagier. Der Eismagier sieht hier so aus, mit einem großen Eisstab. Nehmen wir gleich mal raus. Ihr habt hier eine Rechtsklickfähigkeit, wo ihr einen Eisstrahl schießt, den könnt ihr dauerhaft halten. Da macht ihr auch den größten Schaden. Und Linksklick könnt ihr zusätzlich noch spammen, während ihr Rechtsklick haltet, und macht so auch noch Schaden. Der ist so mittlerer Fernkämpfer, muss näher ran wie ein Jäger, aber macht auch sehr gut Schaden. Und ich finde, der Eismagier ist auch sehr gut für den Anfang, für Anfangsspieler. Ihr könnt nämlich die Gegner gut damit auch ein bisschen kontrollieren, weil ihr sie ein bisschen einfriert. Das ist eine Diamond Hoe, also ihr könnt auch Diamond Hoes, also Haken, Diamanthaken drauf verzaubern. Sonst normal hier auch wieder drauf Reparatur. Haltbarkeit könnt ihr versuchen. Hieß immer, dass das nichts bringt da drauf. Ich weiß es nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich schmeiß meistens Haltbarkeit 3 auch noch drauf. Reparatur, und dann ist es erledigt. Beim Set kriegt ihr dann einen erhöhten Schaden vom Eisstrahl, also der Rechtsklick, den ihr hält. 350%, das ist sehr, sehr viel. Jeder Treffer mit dem Eisstrahl hat eine Chance von 5%, den Gegner für 3 Sekunden einzufrieren. Das meine ich damit. Da könnt ihr die Gegner ein bisschen mehr kontrollieren, weil sie dann eingefroren sind. Auch wenn sie nicht eingefroren sind, habe ich das Gefühl, kann man sie sehr gut kontrollieren mit dem Eisstrahl, weil sie so ein bisschen zurückgestoßen werden. Ihr habt hier 150% Schadensbonus und 20% Schadenreduzierung. Hier auch wieder wichtig, einfach nur auf Leben zu gehen. Rüstung ist nicht so wichtig. Als erstes immer auf Leben schauen und Rüstung, wenn es geht, so wie hier, auch beachten. Der Eisstab sieht so in der Hand aus, auch relativ groß. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, habe auch immer einen Transmog da drauf. Rechtsklick ist die Fähigkeit, die ihr immer halten könnt. Dann schießt ihr euren Eisstrahl, und mit Linksklick könnt ihr auch schießen, in etwa gleiche Distanz, oder ist genau die gleiche Distanz wie mit dem Eisstrahl. Ja, sollte die gleiche Distanz sein. Mit dem Eisstrahl macht ihr mehr, und ihr könnt beides miteinander, also Linksklick Spam, Rechtsklick halten. Das war es soweit zum Eismagier. Gehen wir weiter zum nächsten Magier. Als nächstes schauen wir den Teleportmagier an. Hier seht ihr, wie der aussieht. So schön in Braun und Gold. Mit einem Teleportstab, den ich jetzt hier in der Hand halte. Teleportstab, ganz einfache Funktion. Rechtsklick teleportiert dich einfach in die Richtung, die du willst. Hat einen 2,5 Sekunden Cooldown. Ist eigentlich so ein Basic, den man immer dabei haben sollte oder der viel Sinn macht. Also ich habe immer einen Teleportstab dabei. Den könnt ihr auch spielen, wenn ihr ein anderes Set spielt, und einfach zusätzlich in die Leiste legen, um mal kurz irgendwie wegzukommen. Beim Set hier vom Teleportmagier kriegt ihr dann, wenn ihr das anzieht, Feuerbälle. Wenn ihr euch irgendwo hin teleportiert, schießt der Magier Feuerbälle in alle Richtungen. Und nach dem Einsatz von Teleport werden die Feuerbälle geworfen, welche jeweils 150% Schaden beim Einschlag verursachten. Der Feuerball zusätzlich 75% Schaden an umliegenden Monstern verursacht. 15% Schadensreduzierung, und bei 4 getragenen Sets genau erhöht sich sogar der Schaden der Feuerbälle auf 300. Theoretisch klingt es relativ cool und gut, aber es bringt nicht so viel, also spielt niemand. Der Teleportmagier hat außerdem noch 3 Sekunden Schnelligkeit, 5 Sekunden Schnelligkeit, 3, wenn er sich teleportiert hat. Können wir gleich mal schauen. So, wieder hier angekommen, können wir ihn ausprobieren. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wie der funktioniert, weil man ihn einfach nie braucht, sondern nur den Teleportstab. Einfach rein teleportieren, ja genau, dann schießt er diese Feuerbälle.
Ist ein bisschen, ja, Linksklick könnt ihr auch noch schießen. Ist halt nicht so kontrollierbar und der Schaden ist auch nicht so brutal. Das ist schon ein Level 9er Stab und die Rüstung ist auch schon Level 10 bis 11. Also das ist schon viel. Spielt niemand. Die Teleportstäbe sind super, die braucht man immer. Aber das Set spielt eigentlich niemand. Würde ich auch niemandem raten. Hier seht ihr den Blitzmagier. Sieht schön lila und hübsch aus. Also mir gefällt hier der Blitzstab vor allem. Der Blitzstab hat Rechtsklick die Fähigkeit Gewittersturm. Erzeugt Gewitterblitze, welche 150% Schaden verursachen. Und hat einen Cooldown von 15 Sekunden. Hier ist auch wichtig wieder Fähigkeitsschaden und nicht Schaden. Schaden könnt ihr ein bisschen ignorieren. Wäre aber gut, wenn ihr den auch höher habt, wie hier jetzt zum Beispiel 32. Das ist eher ein bisschen schlecht. Wenn ihr das Set anzieht, kriegt ihr durch die Rüstung einen Bonus auf euren Gewittersturm. Und zwar verursacht nun 250% Schaden. Die Fähigkeit Gewittersturm hat nun nicht mehr 15 Sekunden Cooldown, sondern nur noch 5 Sekunden, was doch einiges besser ist. 75% Standard Bonusschaden und 25% Schadensreduzierung. Der Blitzmagier kann mit links schießen, so wie alle Magier. Müsst ihr aber Spam, könnt ihr nicht klicken, nicht halten. Und mit Rechtsklick schleudert ihr dann einen Blitz auf mehrere Gegner. Das hat 5 Sekunden Cooldown. Und wenn er hochgelevelt ist, macht er doch sehr okayen Schaden. Also da kriegt man schon einiges raus an Schaden. Der ist ganz cool. Also ich level den Safe noch hoch, weil ich den einfach lustig finde zu spielen. Kriegt ihr aber, so wie ich weiß, auch nur über die Boss-Eier, über die Boss-Eggs ab Level 2 oder 3. In der normalen Welt hier kriegt ihr den sicher nicht. So, das war's so mit den Standard-Magier, die ihr über die Hardcore-Farmwelt und über die normalen Bosse bekommt. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen an Infos und bis zum nächsten Mal. Tschüss!